kämpfen ja in Rosenheim immer sehr regional begrenzt und insofern ist das für uns heute ein ganz wichtiger Termin. Der Brenner Dialog spricht stellvertretend für 16 Bürgerinitiativen im Landkreis Rosenheim mit über 5000 Mitgliedern. Ich möchte gleich zu Beginn sagen, wir Bürgerinitiativen sind nicht gegen den Bau einer Zulaufstrecke. Wir setzen uns ein für eine vernünftige und bedarfsgerechte Lösung einer Zulaufstrecke zum Brenner Basistunnel und zur Lösung der Verkehrsprobleme, die wir im Inntal und auf der Brennerachse zweifellos haben. Zum Brenner Nordzulauf gibt es zwei offizielle Informationsbroschüren. Diese können Sie herunterladen auf der offiziellen Projektseite der Bahn, brennernordzulauf.eu. Diese sind herausgegeben von den Verkehrsministerien der Länder Deutschland, Österreich, Italien sowie den drei Bahngesellschaften und der BBT-Betreibergesellschaft. Auf den Seiten 38 und 39 dieser Broschüre kann man lesen, dass der Streckenabschnitt Rosenheim bis zur Landesgrenze Kiefersfelden, dass dort nur der Ausbau mit der modernen digitalen Leittechnik ERTMS, das steht für European Rail Traffic Management System, fehlt. Und zum Zweiten, dass die Kategorie Überlastung in diesem Streckenabschnitt nach der Verkehrsprognose 2030 nicht erreicht wird und somit ein bedarfsgerechter Ausbau angemessen erscheint. Man könnte also meinen, dass der Ausbau der Bestandsstrecke geplant werden sollte. Leider Fehlanzeige. Stattdessen wird am Bestand überhaupt nichts geplant und es werden mehrere Neubautrassen mit einer Umfahrung von Rosenheim geplant, und zwar ein Gleis für 230 Stundenkilometer, also im Hochgeschwindigkeitsbereich. Und das, obwohl die Bestandstrasse heute bei weitem noch nicht ausgelastet ist. Das Bundesverkehrsministerium gibt an, dass die heutige Auslastung bei etwa 190 bis 199 Zügen pro Tag liegt. Nachdem wir sehr misstrauisch geworden sind, haben wir auch im Rahmen der Bürgerinitiativen diese Angabe kontrolliert und haben nachgezählt. Wir führen zurzeit Zählungen am Bestandsgleis durch, und zwar mit Hilfe einer Videodokumentation, wo 24 Stunden die Bewegungen erfasst und dokumentiert werden. Und wir kommen auf eine deutlich niedrigere Auslastung auf dem Bestandsgleis, nämlich im Schnitt nur von 150 bis 160 Zügen pro Tag. Der Zeitraum, den wir beobachten, ist jetzt ein Vierteljahr. Das ist noch etwas knapp, um wirklich eine konkrete Aussage machen zu können. Aber der erste Hinweis zeigt, dass auf der Bestandstrasse definitiv noch Platz ist. Die Bahn selber gibt eine Vollauslastung einer zweigleisigen Strecke mit 300 Zügen pro Tag an. Sie hätten also reichlich Güterzüge auf diesem Bestandsgleis Platz. Sprich, eine Verlagerung des Güterverkehrs von der Straße auf die Schiene wäre bereits heute bzw. seit vielen Jahren schon möglich. Es geschieht aber nicht, sondern wir erleben genau das Gegenteil, ein Rückfluss des Verkehrs, des Güterverkehrs von der Schiene auf die Straße, eine umgekehrte Verlagerung. Und zusätzlich erleben wir die gerade eben schon angesprochene Verlagerung von Straßengüterverkehren, von anderen übrigen Alpenpässen auf den Brenner, weil es eben der billigste Alpenübergang ist. Der Tiroler Landeshauptmann Vatter hat die Zahl jetzt erst wieder aktualisiert, sprich im Jahr 2018 von 2,5 Millionen LKWs, die über den Brenner fahren. 1 Million davon wäre reiner Umwegeverkehr. Umwegeverkehr bedeutet, die Spediteure fahren bis zu 400 Kilometer Umweg, weil sich der billige Alpenübergang Brenner immer noch rechnet. Was das für die Umwelt bedeutet, unnötiger CO2-Ausstoß, kann man sich vorstellen. Im Januar dieses Jahres zogen 3000 Demonstranten in einem Sternmarsch vor das Landratsamt Rosenheim, um zu hören, welche Bedarfszahlen Bundesverkehrsminister Scheuer, das war angekündigt, denn vorbringen würde und mitgebracht hätte. Bedarfszahlen hatte er gar keine dabei, nicht einmal Prognosen, sondern nur 4 Szenarienstudien. Also Prognosen gestatten mit einer relativ gewissen Wahrscheinlichkeit relativ genaue Aussagen über eine nicht allzu entfernte Zukunft. Und daraus kann man eben bestimmte Maßnahmen ableiten. Bei Szenarien geht der Blick viel, viel weiter in die Zukunft. Da ist es auch notwendig, dass vorher bestimmte Annahmen als Grundvoraussetzung getroffen werden. Insofern sind Szenarien mit einem deutlich höheren Unsicherheitsfaktor behaftet. Das sagte Herr Bundesverkehrsminister Scheuer dann selber auch. Er sagte wortwörtlich auf der Pressekonferenz, wir reden nicht von Prognosen oder festen Berechnungen, wir reden hier von Annahmen, die jetzt natürlich nicht
da dann schon davon, dass 2030 bzw. 2050 so und so viele Züge durch Rosenheim durchs Inntal fahren werden. Und er benutzt genau diese Szenarienzahlen als Grundvoraussetzung bzw. als Rechtfertigung für den Bau und die Planung von neuen Gleisen. Diese Szenarienstudien beruhen eben auf unterschiedlichen Annahmen. Und ganz offensichtlich wurden die in diesem Fall so gewählt, dass möglichst viele Züge dabei herauskommen, um das gewünschte Neubauprojekt in den Schritt zu bekommen. So hat der Bundesverkehrsminister Scheuer eben nicht, wie es üblich ist, ein Worst Case, ein Real Case und ein Best Case Szenario vorgestellt, um einen bestimmten Korridor abzubilden, sondern er fing mit einem Good Case an, machte weiter mit einem Best Case, mit Better Case, ein Best Case und ein Very Best Case Szenario. Mehrere Fachleute, darunter Herr Dr. Hermann Bieler vom Rosenheimer Forum für Städtebau- und Umweltfragen, wie auch Herr Dr. Fierig, haben sich diese Szenarienzahlen mal genauer angeschaut und kommen einheitlich zu dem Schluss, dass es eigentlich unrealistisch ist und ungeeignet, um wirklich konkrete Vorhersagen ableiten zu können. Allein die Einnahme eines über Jahrzehnte konstanten Wirtschaftswachstums und die kausale Verkettung des Bruttoinlandsproduktes mit dem Wachstum von Güterverkehr ist unrealistisch. Die Entwicklung des vergangenen Jahrzehnts zeigt eine total gegensätzliche Entwicklung, nämlich abnehmenden Güterverkehr trotz wachsendem Bruttoinlandsprodukts. Und um Herrn Dr. Bierweg zu zitieren, ein Trendbruch ist inzwischen deutlich wahrscheinlicher als eine lange Wachstumswelle. Herr Roland Feindor, ehemals Professor für Mathematik und Informatik an der FH Rosenheim, hat die Szenarien bis ins Detail nachgerechnet und ist dabei auf Fehler und Widersprüchlichkeiten gestoßen. Er kommt zu dem Schluss, wenn diese Szenarien stimmten, bräuchten wir einen zweiten und dritten Brennerbasistunnel mit 5 oder 6 Tunnelröhren, um die ganzen Züge, die da unterwegs wären, überhaupt über den Brenner zu bekommen. Die Tatsache, dass bei diesem Projekt also ganz offensichtlich ähnlich unprofessionell gearbeitet wird, wie bei lungenärztlichen Fachexpertisen zu Stickoxiden oder Genehmigungsverfahren einer Autobahnmaut, macht natürlich sehr nachdenklich. Außerdem hat Herr Bundesminister Scheuer angekündigt, dass die Bestandstraße auch auf die Eignung als Zulaufstrecke hin überprüft werden soll. Das war diese Variante plus 1, also 5 Neubautrassen plus eine Variante am Bestand. Frau Ludwig hat dann kurz darauf in einem Zeitungsinterview gesagt, dass dies hauptsächlich aus dem Grund geschieht, dass man sich später vor Gericht nicht vorwerfen lassen muss, man hätte die Alternativen nicht geprüft. Insofern waren wir Bürgerinitiativen natürlich extrem besorgt, was diese Überprüfung der Bestandstrasse betrifft. Wir gehen davon aus oder hatten unsere Zweifel, dass diese neutral und tatsächlich unabhängig und vor allem ernsthaft erfolgen wird, da die Überprüfung durch die DB Netz AG selber erfolgte. Deshalb haben wir uns entschlossen, die Leistungsfähigkeit der Bestandstrasse sicherheitshalber auch nochmal von einer unabhängigen Seite überprüfen zu lassen. Herr Dr. Fierig und sein Büro wurden beauftragt, eine Kapazitätsuntersuchung der Bestandstrasse durchzuführen. Herr Bundesminister Scheuer war jetzt am Montag vergangene Woche in Rosenheim und hat das Ergebnis dieser 5+1 Trassen vorgestellt und es ist wie erwartet so ausgegangen, wie wir uns das schon befürchtet hatten. Der Bestand wurde abgelehnt, weil er angeblich nicht zukunftsfähig ist. Die Ergebnisse unserer eigenen unabhängigen Untersuchung möchte ich Ihnen hier kurz vorstellen. Die Leistungsfähigkeit der Bestandsstrecke ist wesentlich höher als ursprünglich angenommen. Das liegt hauptsächlich an der Art der eingesetzten Züge und der einheitlich gefahrenen Geschwindigkeit. Die harmonieren recht gut miteinander. Zweitens, das Bestandsgleis entspricht in seinem technischen Zustand nicht dem heutigen Standard für eine zweigleisige Bahnstrecke. Drittens, durch eine Verkürzung der Blockabstände ist es relativ einfach, eine Kapazitätserhöhung um weitere 15% kurzfristig zu ermöglichen. Außerdem besteht noch weiteres großes Ausbaupotenzial für diese Bestandsstrecke auf eine Kapazität von 400 bis 470 Zügen pro Tag. Und damit ist die Bestandsstrecke eben als Zulaufstrecke von der Kapazität her ausreichend. Und vor allen Dingen, der Engpass ist nicht die offene Strecke zwischen Rosenheim und Kiefersfelden, sondern der Engpass ist der eigentliche Knoten Rosenheim, und zwar der Bahnhof Rosenheim. Im Bahnhof Rosenheim liegen viele Fahr-
einer Ebene, also ebenerdig. Das heißt, es kommt jedes Mal, wenn ein Zug abbiegen will oder die Richtung wechseln will, zu Fahrplankonflikten. Es muss der Gegenverkehr abgewartet werden und das betrifft natürlich auch sämtliche folgenden Züge. Diese Konflikte sind hier mit den Blitzsymbolen dargestellt. Aus zwei Gründen wird jetzt ein Aus- bzw. Umbau des Knotens Rosenheim empfohlen. Erstens, um natürlich diese Konfliktsituationen zu entschärfen, aber der erste Grund ist eigentlich, um eine Umfahrung von Rosenheim zu vermeiden, da die sehr ungünstig ist. Es würden nur sehr wenige Personenverkehrszüge von den hohen Geschwindigkeiten einer Umfahrung profitieren, weil eben viele Personenverkehrszüge dazwischen gelagerte Ziele, Zwischendestinationen ansteuern. Und für einen reinen Hochgeschwindigkeitszug zwischen München und Verona besteht von den Passagierzahlen überhaupt kein Bedarf. Der zweite wesentliche Grund ist aber, und das haben wir vorher gerade gehört, der Ausbau der Güterstrecken in Deutschland, um die Strecke nach Mühldorf von Rosenheim aus an den Brenner Nordzulauf anzubinden. Das ist heute, wie wir gehört haben, eine einspurige und nicht elektrifizierte Strecke, aber die soll eben ausgebaut werden. Die Verbindung nach Mühldorf ist sehr wichtig, weil das der sogenannte Ostkorridor ist. Das ist eine der wichtigen neuen Güterhauptrouten von Nord nach Süd durch Deutschland, um diese Engpässe an den Knoten Würzburg, Nürnberg, Ingolstadt, Augsburg und München zu umgehen. Dieser sogenannte Ostkorridor ist Voraussetzung, um in Zukunft überhaupt Güter effektiv durch Deutschland transportieren, auf Schienen transportieren zu können. Sie sehen hier eine frühere Projektunterlage der Bahn zum Projekt Brenner Nordzulauf. Auch auf diesen Umstand wurde in dieser Unterlage mit den drei roten Pfeilen eben schon hingewiesen, dass die Richtung Mühldorf angebunden werden muss. Schätzungsweise werden über diese Route die Hälfte bis zwei Drittel des Güterverkehrs zum Brenner Basistunnel fahren. Die können gar nicht über den Knoten München kommen, weil erstens die Strecke von Landshut Richtung München eine der am stärksten überlasteten Strecken in ganz Bayern ist und zweitens der Knoten München selber hoch belastet ist und drittens die Strecke von München Richtung Rosenheim nahe an ihrer Auslastungsgrenze ist. Das heißt, zusätzliche Güterverkehre Richtung Brenner können ausschließlich nur über die Strecke von Mühldorf herkommen. Der Ausbau des Knotens Rosenheim ist somit zwingend notwendig. Als klar war, dass die Bestandsstrecke genügend Kapazität haben würde und der Knoten Rosenheim zwingend ausgebaut werden muss, haben die Bürgerinitiativen die Ergebnisse mit ihren Bürgermeistern in den Gemeinden diskutiert und beschlossen, dass ein weiteres Gutachten in Auftrag gegeben werden muss, um zu überprüfen, ob auch genügend Platz für einen Ausbau und vor allem auch die technische Machbarkeit gegeben ist. Wir Bürgerinitiativen sehen die große Gefahr, dass auf einem Neubaugleis für 230 Stundenkilometer nur wenige schnelle Personenzüge unterwegs sein werden, der langsame Nahverkehrs-Personenverkehr und die Güterverkehrszüge auf dem Bestandsgleis weiterhin durch die Ortschaften fahren und das ohne adäquaten Lärmschutz. Die spannende Frage ist jetzt natürlich, würde es möglich sein, eine Lösung zu finden, die alle Anwohner am Bestandsgleis vom Lärmschutz her nach Neubaustandard besser stellt, als die Situation heute ist. Und damit übergebe ich an den Bürgermeister der Gemeinde Stephanskirchen, Rainer Auer.